Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Nachdem ich jetzt die fünf Nebenquests hier nochmal gemacht habe, bin ich gerade noch einen weiteren Sleuth Rank. Rang gestiegen. Und bin jetzt ein Real Cyber Sleuth. Ja. Sleuth Rank 8. Ach komm, bitte, bitte nicht die Gefahr. Ach gut. Was? Ja, Cherrymon sieht aus wie ein Baum. So. Mit unserem neuen Peldramon im Team. Das sollte das auf jeden Fall interessant werden. Wir wollen nach Kowloon Level 4. Und dafür müssen wir erstmal natürlich nach Kowloon Level 3. So. Genau, und da hinten haben wir Firewall Level 3. Wo wir durch müssen, da steht auch kein Typ mehr davor. Also brechen wir das Ding gleich mal nachher mal auf. Wir wollen jetzt nur mal hier kurz nochmal gucken, was denn hier jetzt möglich ist. Aha, schau mal an. Eine weitere Ultradigitation ist uns möglich. Und zwar zu dem Metal Greymon Blue. Welches man ja aus der zweiten Staffel kennt. Leider haben wir damit jetzt natürlich nicht mehr genug Platz. Das heißt, auch dich setzen wir jetzt erstmal hier zu Wäre-Garurumon. Und schauen wir mal, was wir sonst noch machen können. Greymon an sich, geht das auch schon? Ja. Tatsächlich. Wir können auch normales Metall-Greymon machen. Wo haben wir denn Garurumon und so? Bin ich irgendwo noch ein Garurumon? Das normales? Ja, da ist es doch. Ich wollte schon sagen, wo ist es denn? Das kann ich nur noch nicht digitieren, okay. Das heißt, wir hauen dich einfach mal hier zur Seite. Und schleppen jetzt mal ein Teuer-Agumon mit. Anscheinend. Naja, warum nicht? Einfach nur mal mitschleppen. Das soll ja gerade nichts machen. So. Passt doch. Jetzt haben wir drei schöne Ultra-Digimon. Das gefällt mir. Nur bräuchte ich jetzt auf jeden Fall wieder mal ein Memory Up. Viel mehr kann ich nämlich schon gar nicht mehr dabei haben. So. Dann Walltrack Level 3. Um auch diese Firewall hinweg zu raffen. Und ab geht's nach Kowloon Level 4. Und da ist sogar noch ein Kowloon Level 5. Was? Geh weg! Komm nicht näher! Geh weg! Okay, der ist irgendwie merkwürdig drauf, aber... Gut, wir haben Kowloon Level 4 freigeschaltet. Dann wollen wir nochmal sehen, was wir hier finden können. Ich bin gespannt. Ich speichere aber auch vor allem erstmal. Ich habe schon viel zu lange wieder nicht gespeichert. Was jetzt in dem Spiel bisher noch nie das Problem war, aber... Man muss ja nichts riskieren. So, Wappamon Metal. Okay. Da oben scheint direkt noch nicht zu sein. Weiß man noch mal einen Hellcrusher. Oh, so kommt eine Damage-Up-Kombo. Das war natürlich nicht schlecht. Was ist eigentlich dein Angriff hier? Zwei physische Angriffe. 40 Damage to all foes. Oh. Oh yes! Ja, wenn das nicht mal eine geile Attacke ist. Und direkt Level 8 für Metal Greymon. 71 Speed. Und noch 86 Speed, wunderbar. Teuer Agumon auch auf Level 12, naja, mein Gott. So, kommen wir jetzt hier irgendwie hin?
Scheinbar ja nicht. Steht da allein auf seiner Plattform. Ich vermute mal, dass ich die runterholen muss mit dem Ding. Ah, hallo. Kolun ist kinda scary. Okay. Hallo, Victory Shia, Researcher USB. Okay. Dann wollen wir doch mal hier gleich mal gucken. Giga Destroyer. Tech Charge. Ah, das mal noch rein. Ach genau, und? Ne, der kann nur einen tragen. Der kann aber zwei Items tragen, warum auch immer. Er kann's halt. Warum aber auch nicht? So, Researcher USB bekommst du noch. Und komm, dann kriegst du ja noch die Chem USB. Das ist ein Attack Attach. Okay, dann bleiben wir erstmal so. Doch, hier war richtig. Jamon ist richtig. Wusste ich doch. So. Mal wieder Copy-Paste. Und muss mal darüber. Ich habe schon gesehen, dass ich zu dem da oben muss, aber da will ich gerade jetzt noch nicht hin. Wow, Impmon hält überhaupt nichts aus. Ah, Gilmon schon mehr. Oh yes. So. Okay. Sieht doch auf jeden Fall ganz gut aus mit meinem Ultra-Digimon hier. So, dann packen wir das Ding auch mal hierher. Und ich vermute, dadurch kommt jetzt das Ding runter. Jawohl. Falls ich also mal weitergehen möchte, kann ich das dann da machen. Haben wir das schon mal vorbereitet im Endeffekt. Aber jetzt will ich eigentlich gerade erstmal nur hoch zu dem da. Der da so ein schönes Ausrufezeichen hat. Na. Ich meine, ich bin ein Hacker, aber das ist alles ein bisschen zu schlimm. Okay. Was ist das? Wer bist du? Du hast Fragen an mich? Du sagst, du bist ein Saberslav? Was? Okay. Ist mir egal, ob dein Detektiv oder dein Kopf ist. Ich bin ein Professioneller. Ich gebe keine Infos an Kunden. Oder von Kunden. Mein Business ist das Vertrauen meiner Klienten alles. Du sagst, du bist ein Saberslav. Was heißt das überhaupt, Saber? Cyber, nicht Saber. Oh, Cyberslav. Dachte mir schon, dass sie inzwischen einen Job wie das haben. Jetzt, wo man es sagt, der alte Mann Matayoshi hat einmal gesagt, der wäre in einem Department mit einem Namen wie das. Was sagst du, kennst Matayoshi, den alten Mann? Wirklich? Deine Detektivagentur ist seine Geheimwaffe? Was meinst du damit? Ja, wir sind irgendwie so ein Ass im Ärmel. Warum hast du das nicht eher gesagt? Ich meine, könntest du es nicht ehrlicher erwähnt haben, den guten Kerl? Ja, eine sehr seltene Digimon-Medaille. Ja, jemand ist vorbeigekommen und hat nach jemandem gesucht, die zu verkaufen. Wir konnten uns allerdings nicht auf den Preis einigen, also ist er gegangen. Wo er hingegangen ist, woher soll ich das wissen? Ich sag dir die Wahrheit, ernsthaft. Ich bin kein Lügner. Also, wenn du Matayoshi siehst, könntest du ihm vielleicht Hallo sagen von mir? Okay. Sei sicher, dass du dich daran erinnerst. Okay.
Okay. Na, war ja klar. Okay, sie hat es also geschafft, die Medaille zu finden. Genau. Reißen wir lieber Manokia ins Verderben. Bevor wir das Zeug trinken müssen von ihr. Ja, aber sie hat halt die herausgefunden, wo die Medaille ist und wo das Signal herkommt, weil die Medaille auch versiegelt wurde mit irgendwas. Um sie dann eben wiederzufinden im Endeffekt. Allerdings hat sich alles daraus ergeben, aber immerhin. So. Dann wollen wir mal sehen hier, was das Ding kann. Einfach nur 115 Schaden. Okay, gerne doch. Ja, Mirror Reflection gelernt. Okay, da bin ich gespannt, was das jetzt ist. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Halt, da muss ich auf Digimon. Settings, Wisemon. Counters any magic attack. Hört sich eigentlich ganz gut an. Wenn man irgendwann mal weiß, welche Magic Attacks die Gegner benutzen, dann ist das ganz gut. Wenn jetzt zum Beispiel der Flammenangriff von Flamedramon ein Magieangriff ist, dann wäre das perfekt, um den da zu kontern. Na du? Okay. Also Chimiken ist auch nicht so wirklich. Die Leute, die mit Chimiken zu tun haben, werden auch irgendwie alle etwas merkwürdig, warum auch immer. Okay. Ich meine, jemand, der auch nicht weiß, warum Chimiken überhaupt so populär ist momentan. Wir sind nicht die Einzigen, die da keine Ahnung haben, anscheinend von Musik oder so. So, bis welches Level musst du eigentlich gehen? Angriff 90 ist required. Das ist halt 80. Wie kriege ich dich bitte auf so einen hohen Angriffswert? Halt ein bisschen den Angriff, aber auch nicht wirklich viel sinnvoll. Bis welchem Level kann denn Garurumon steigen überhaupt? Level 99, gut, da muss es einfach nur so lange leveln, bis es dann irgendwann mal 90 Angriff hat. So traurig, wie es klingt, aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig bei ihm. Na gut. So. Dann kann man gerade wieder ein bisschen rausziehen. Und ich sehe, wenn ich irgendwo was liegen habe. Da oben steht der nächste, der anscheinend interessant für meine Quest ist. Jetzt hat nicht viel von Saxon gehört. Vielleicht ist ein neues Team wie Judas, was jetzt kommen wird. Okay. Also Saxon ist momentan so ein bisschen... ja... nicht mehr so aktuell. Es passiert nicht mehr viel. Danke. Ist genial. Arms. Oh yeah. Das ist doch mal ein tolles Team. Was ich da gerade habe. Einen relativ neutralen mit auch Lichtattacken. Ein Daten-Digimon, ein Virus-Digimon. Beziehungsweise ein Antivirus. Also ein Vaccine? Ja, doch, Antivirus. Wie ist das im Deutschen? Keine Ahnung.
Oh mein Gott, du sagst mir, dass ich eine sehr seltene Digimon-Medaille gestohlen habe. Es gibt keinen Weg, dass ich so etwas Böses machen könnte. Schau mich an mit meinen dünnen Armen und weichem Fell. Ach ne, weicher, heller Haut. Okay. Was ist das? Du hast ein ID-Match? Oh Mann, du weißt nicht, wann du aufgeben sollst. Wie ich dir gesagt habe, ich weiß nichts. Ich habe nie einen Verkäufer gesehen. Was? Du hast nie was über einen Businessman gesagt? Alles ist klar, das war, dass das Opfer männlich ist? Tja, doof, ne? Niemand mag einen Stirnfried. Ich, bring dir ein Ding bei oder zwei. Aus meinem Weg. Dann zeig doch mal, was hast du. Cherrymon und Barkemon. Okay. Schauen wir erstmal zu, dass wir das Barkemon aus dem Weg kriegen. Jawohl, ja. Dachte ich mir schon, dass es nicht viel aushält. Hm. 70, 80 im Endeffekt. Ja, ist trotzdem das Stärkste, was ich habe. Trotzdem das Stärkste, was ich da hatte gegen ihn. So. Dann. Angriff mit dem Giga Destroyer. 601. Alter Schwede. So. Easy, würde ich mal sagen. Angriff 121. Und der halt Intellekt 167. Na, auch immerhin 105 Angriff. Nicht schlecht, nicht schlecht. Uff. Du, ich werde es nicht vergessen. Ich werde es meinem Anführer melden. Jimmicken. Na toll. Der schon wieder. Hm, das ist das erste Mal, dass du jemanden gesagt, also das ist das erste Mal, dass man jemanden gehört hat, der Buff sagt. Was für eine tolle Erfahrung für dich. Aber viel wichtiger. Was? Hast du die Digimon-Medaille zurückgekommen? Das ist ziemlich gute Arbeit in so kurzer Zeit. Übrigens, ich habe dich kontaktiert, weil ich neue Info hatte. Jetzt gerade ist der nächste Fall in der Agency, okay. Okay, wir sollen so schnell wie möglich zurückkommen. Weil wir gleich den nächsten Fall haben. Oh, Matayoshi wieder. Yo, Tante Joshua. Genki ni yatteru mitai janei ka. Kamishiro to Nile Corp no ken wa dou natta ka tte? Kamishiro, sie ist doch nicht Kimi irgendwas. Soitsu wa mokka chousei chuu da. Konkai wa bekken de na. Kochira ga konkai no iraisha. Kimi no yūjin, Sakura-kun no hogosha da. Anata ga Sakura no doukyūsei no? Sakura kara hanashi wa kiite imashita. Sou ne. Anata ni nara hanashi yasui wa ne. Jitsu wa Sakura ga iie de shite shimatta no. Oh Gott. Es war klar, dass irgendwie mal sowas kommt. Saikin dou ni mo yōsu ga okashikute shinpai wa shite tan da kedo. Okaasan, yōsu ga okashii to iu no wa gutaiteki ni wa dou iu? Sore ga 部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し部屋からは出てこないし学校にも行かなくなって家を出て行ってしまったと。どうなんです。それで警察に相談に行ったら。しかしどうしてわざわざ私のところに。実は似たような依頼が最近随分来るんだが。 Wahrscheinlich Jimmicken. Ja, war klar. この映像です。どうやら説明の手間が省けたみたいだな。
最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチームデモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。Na, das haben wir ja schon mitgekriegt die ganze Zeit mit Jimmy. しかもだ。この大掛かりな電波ジャックからしてかなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ええ。大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化、紙白ですか。確かな証拠はないが、おそらくな。紙白ってエデンを運営しているあの？お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ、どうか安心してご自宅でお待ちください。さ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。OK。神城が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。そこでだ。今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや。話はすべて京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力があるかってことも。OK, er weiß also inzwischen davon. お前さんが戸惑うのも無理やね。けど、神城の摘発は俺と京ちゃんの悲願なんだ。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺から、その理想と尊敬する先輩を奪った。それが神城だ。Das haben wir ja schon mitbekommen. Kyo ちゃんから聞いてないか？フレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官、キョウちゃんの。もちろん確実な証拠はねえ。けど、神城は俺とキョウちゃんにとって、どうしても神城の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる神城と、お前さんの能力。今がチャンスなんだ。俺に。いや、俺とキョウちゃんに。Das hat ja alles schon angedeutet, dass Kamishiro da ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Wir mit unseren Fähigkeiten wollen dann natürlich helfen. Ja, Matayoshi Keiji to srechigatta no da ga. Nanika atta no ka? Matayoshi Keiji, atsui hito da ro? Kimi no nouryoku, konnekuto jumpu ga hanzai suresure de aru koto wa.あの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって神城に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思っている。しかし私自身が神城に迫ろうとしているからな。それならばいっそ巻き込んでいった方が万一の場合に私を守れる。まったく、ああ見えて熱い人なんだよ、あの人は。むさ苦しいほどにね。あ、beide wollen Kamishiro an den Kragen im Endeffekt。おしゃべりが過ぎたな。さて、話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくら君について、どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて、痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミー・ケンとやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。うん。Oh Gott, fünf Gigeline-Nachrichten.Sechs Cases insgesamt. What? Eins. Zwei. Drei, vier, fünf. Okay. Ich würde sagen, ich sehe gerade nichts mehr. Ach du Schande. Sechs neue Cases. Und alles Properties. Na wunderbar.Ha, ich würde ja gerne vor allem einfach nur Kowloon weiter nachschauen. Aber anscheinend soll ich das jetzt erstmal nicht.
Und da ich jetzt erstmal nicht nach Kowloon gehen soll, lasse ich das halt auch. So. Okay, dann kommanden wir euch mal zum Training stattdessen. So. Weil ich jetzt erstmal genug Cases wieder habe. Nicht, dass mir dann die Cases so weit aufrücken, dass ich dann eben nicht mehr... Beziehungsweise, dass mir die Cases dann gelöscht werden im Endeffekt. Das möchte ich nicht unbedingt haben. So, Nakano, meint sie damit jetzt hier oder draußen? Ja, sie meint dann schon das hier. Okay. Es gibt halt noch eine Sache, die ich gern probieren würde im Endeffekt. Jetzt bin ich um einiges stärker. Frage ist halt, könnte ich es schaffen jetzt? Das Flamedramon zu besiegen. Ah, hi. Da ist er natürlich auch direkt hier. Aber egal, wir gehen ins Kolosseum. Und wollen mal sehen, was wir machen können. Ich habe eh nicht mehr viel Zeit und da möchte ich jetzt auch nicht großartig viel anfangen noch extra. Deswegen machen wir jetzt einfach das hier. Shining Laser. Okay. Metallgeremon 1100 HP. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Bye bye Angemon. So, da kriegen wir natürlich jetzt ordentlich Erfahrung dafür. X hier. Okay, es hat einfach mal eine Komplettheilung oder so. Oder auf jeden Fall eine starke Heilung. Au. Das hat weh. Lups. Lups. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal hier einen Hellcrusher. Was ist denn gut gegen Licht, wenn Dunkelheit nicht gut gegen Licht ist? Ich dachte, Licht und Dunkelheit wäre genau gegengesetzt. Ah ne, weil sie Vaccine ist und... Ja, okay, ich hab's schon verstanden. So. Und jetzt Sunflowmon. Bye bye. So. Okay, Garurumon, Gaugaumon. Spiral Blow. Au. Und Speed Charge. Nochmal einmal Hellcrusher. Der natürlich den anderen nicht trifft. Desperate Blaster. Oh yes. Das ist leider nichts, was alle trifft, ne? Nee. Na gut, haben wir trotzdem erstmal das Garurumon weg. Plupp. Und jetzt bye bye, Gaugaumon. Damit sollten wir jetzt schon am Ende sein, oder? Sind wir jetzt schon am Ende? Nee, noch nicht. Zwei Gatomon warten noch auf uns. Au. Heilen wir uns mal kurz hier. Das macht sogar ziemlich viel. Desperate Blaster. Oh yeah. Okay, es kommen noch einige. Allerdings ist auch das wieder ein ganz gutes Matchup. Oh, jetzt. Das war gut Schaden. Und das macht auch nochmal gut Schaden.
So, bye bye Gardromon. Und jetzt können wir uns ganz in Ruhe um das Ding kümmern. Was auch nicht mehr lange stehen wird. Bam! Das gibt verdammt viel Erfahrung, ja. Wow, immer noch einer. Okay. Aber auch hier. Hellcrusher 1. Und der Desperate Blaster. Na, okay. Leider nicht ganz gereicht. Metallgrämon hat jetzt keinen Angriff, mit dem er mehr treffen würde. Schauen wir mal, ob der Hellcrusher reicht. Okay, für Scrowmon hat es gereicht. Wunderbar. So, nochmal Level-Ups. Okay, jetzt kommt er mit seinem Flamedramon. Der Typ ist halt echt heftig drauf. Cross-Counter. Okay. Das heißt, Wisemon. Mach mal kurz Mirror Reflection. Du schaust erstmal, dass du Wisemon jetzt eine HP-Kapsel gibst. Also genau dadurch nicht gleich drauf geht. Okay, es bringt leider nichts der Konter. Wisemon wird hier nicht viel helfen, glaube ich. Ja, da geht es hin. Dann Garurumon, brauchen wir dich noch. Oder? Immer wieder Ramon mit. Das Ding macht einfach unglaublich viel Schaden. Ich komme da nicht hinterher. Ich krieg einfach zu viel Schaden durch den Typen. Also es bleibt dabei, ich kann ihm nichts anhaben. Ich kann zwar Chain Plus noch machen oder irgendwas, aber das Ding haut mich so schnell weg. Ah, wobei, mal gucken. Metallgrämon hält halt schon ein bisschen was aus. Na komm. Probieren wir es mal. Sollte halt irgendwie noch mein drittes Digimon einwechseln, glaube ich. Vor allem sollte ich jetzt auch mal sehen, dass ich wieder Schaden mache. 160, ey, das ist viel zu wenig. Ich bräuchte eigentlich irgendwas, was Feuer gut standhalten kann. Das ist irgendwelche Wasser-Digimon im Endeffekt. So. Oder halt starke Magieattacken, das wäre das nächste.
Weil gegen Magieattacken kann er tatsächlich nicht so viel machen. So. Flaming Fist. 400 Schaden. Ja, nochmal Giga Destroyer. Viel mehr kann ich halt echt nicht machen, ne? Nee, die Items habe ich jetzt umsonst weggeworfen im Endeffekt. Na, oder? Ich will halt irgendwie nicht aufgeben, ne? Zumal ich jetzt einmal das Zeug reingeworfen habe. Confuses. Das wäre eigentlich auch gut, wenn das klappen würde. Leider klappt es nicht. Alter Schwede, ey. Der Acceleration Boost. Immer noch mal eine Chain Attack. Ein bisschen Schaden, okay. Wenn das klappen würde, das wäre so gut. Aber ich kann ihn einfach nicht verwirren. Scheinbar. Ah, probieren wir es einfach weiter. Acceleration Boost. Ich kann ihn nicht verwirren. Nee, es klappt einfach nicht. Na gut. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ihm doch einfach nur voll raufzuhauen. Wir kriegen immer nochmal einen Damage Boost. So. Nehmen wir das nochmal mit. Ah, Garurumon geht drauf. Oh Mann. Oh Mann. Cross Counter. Und Acceleration Boost. Und noch den Konter hinterher, jawoll. So. Heavy Strike 2. Wir haben ihn fast. Aber eben nur fast. Und das war's. Ja, ich lebe zwar noch, aber... Ja. Jetzt noch 6-mal dran. Ich habe alle Items verschwendet. Ich habe dann doch etwas zu viel gewollt. Ach man, schade. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, Mon fällt halt einfach auseinander. Digiline. Ich habe keine Ahnung. Ja, jedenfalls beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die nächste Hauptquest. Ein bisschen mehr Schaden hätte ich irgendwie raushauen müssen.
dann hätte es vielleicht geklappt. Aber gut. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder in unserer Hauptquest und dann geht's nochmal weiter. Entschuldigung, dass ich nochmal Zeit verschwendet habe im Endeffekt, aber ein Versuch war es wert. Ich habe gehofft, vielleicht jetzt mit den Ultra-Digimon könnte es was werden. Leider ganz knapp nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.